Eure Idee hat das Quorum, das heißt die Mindestanzahl an Unterstützungen, erreicht, dann kommt sie in die nächste Phase. Der oder die Administratorin oder das Moderatorinnen-Team wird dabei zuerst ein Thema anlegen. Das ist notwendig, weil Ideen sich gegenseitig ausschließen können, zum Beispiel wenn nur Platz für eine neue Anschaffung an einem Platz ist. Die Idee findet ihr dann oben rechts im Themenraum. Dort seht ihr auch, dass sich das Thema nun in der Ausarbeitungsphase befindet. Die Ausarbeitungsphase ist in der Regel 2 bis 3 Wochen lang und ist dafür da, dass ihr vor der Prüfung eurer Schulleitung oder der verantwortlichen Person die Idee möglichst genau beschreibt. Das heißt beispielsweise, dass ihr ein Konzept für eine Finanzierung reinschreibt, wenn für die Ideen Kosten entstehen. Hilfe bei der Ausarbeitung bekommt ihr zum einen von anderen Aula-Nutzerinnen und Nutzern in Form von Verbesserungsvorschlägen oder auch in persönlichen Gesprächen, zum anderen aber auch vom Moderatorenteam und euren Lehrkräften oder zuständigen Personen, wenn ihr sie darum bittet. Wie ihr eure Idee bearbeitet, könnt ihr in einem anderen Video sehen.